Guten Morgen zusammen von der Symphony of the Seas. Wie ihr seht, wir haben Seetag. Ich habe hier ein wunderbares Plätzchen gefunden. Ich versuche mich mal zu drehen, gucke dann aber gegen die Sonne. Also ich wundere mich, wie ich hier zwinker. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Vorne ist also direkt der Bug. Man kann also über Bug schön nach vorne gucken. Hier ist nichts los. Hier ist kein Mensch, weil ja immer viele Leute sagen, auf großen Schiffen alles voll, alles überfüllt. Nee, also wir haben auch schon uns Liegeplätze gesichert in vorderster Front. Ja, wie gesagt, heute Seetag. Wir gucken mal, was wir alles Schönes machen. Das Programm ist voll. Also man kann hier stündlich alle möglichen Sachen machen. Egal ob Sport, ob irgendwelche, es ist nachher irgendwie Bingo, es ist Sport, Tischtennis, Turnier und. Also wir gucken, was wir machen, ob wir noch was Großartiges machen oder eher chillen. Ja, wir waren gerade schon schön frühstücken im Bedienrestaurant. Blende ich euch hier mal so ein bisschen ein. Es war super lecker. Ich habe so einen schönen New York Bagel gehabt und noch so Pancakes und ein bisschen frisches Obst. Ja, und gestern Abend ja Wonderland, das habt ihr ja gesehen. Also Essen gibt es hier auch immer reichlich. Ja, und was der Tag heute noch so bringt, schauen wir. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf heute Abend. Da ist Formal Night. Das heißt, da machen sich alle schick. Ich kann endlich mal wieder das Abendkleid anziehen. Das war jetzt bei den zwei Reisen mit Tui und Aida nicht. Da gibt es sowas ja nicht. Und da freue ich mich besonders drauf. So wie es aussieht, wird es aber kein obligatorisches Foto mit dem Captain geben, wie es sonst gibt. Ich denke, das ist halt durch die Corona-Sachen noch, dass man den Captain da nicht in die Masse stellt. Ist schade drum, aber ist okay. Ich freue mich einfach auf das Ambiente, was dann kommt. Ja, und euch nehme ich natürlich mit durch den Tag hier auf See mit der Symphony of the Seas. Dressed for Formal Night. Also wir haben jetzt gleich, oder wir gehen jetzt gleich dann wieder auf die Royal Promenade, werden uns da ja schön unterhalten, in Anführungsstrichen durch die Bars gehen, nachher schick essen gehen. Ja, und mal schauen, was der Abend noch so bringt. Den Tag haben wir ganz entspannt verbracht, viel am Pool oder beziehungsweise im Whirlpool gesessen, mit dem fantastischen Blick nach draußen. Ja, ein bisschen relaxed, ein bisschen was gegessen und so weiter. Ja, und jetzt lassen wir den Abend mal auf uns zukommen. Nachher gehen wir noch in die Eisshow, da freue ich mich auch schon drauf. Und Bilder gibt's, beziehungsweise Videos gibt's natürlich auch dazu.